Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Space Engineers. Hier vor mir seht ihr das kleine schöne Raumschiff, das hoffentlich nicht davon getroffen wird. Aber wir sind noch relativ weit weg, also passt das alles soweit. Gleich wird das wieder ein bisschen stocken, um den ganzen Stress hier zu entgehen, sagen wir, fliegen wir einfach mal heute mal raus ins Weltall. Na, komm. Ich nehme mir aber noch ein bisschen was zu essen mit hier. So. Dass ich da nicht verhungere. Ein bisschen Uran haben wir noch mitgenommen. Sauerstoff und Hydrogen haben wir auf Tasche. Ein bisschen Eis haben wir drin. Also mindestens eine Ladung noch im. Na, sag schon, O2-Generator oder was das jemals sein sollte. Und noch ein bisschen, glaube ich, hier an der, in der Dings drin. Was haben wir hier? Oxygen Generator. 108.000 sind da noch mit dabei. Von der Partie. Das ganze Cargo, FE und so weiter alles. Ach, hier sind nochmal 15.000 an Eis mit dabei. Hier sind 108.000 mit dabei. Stein, hier sind nochmal 1.100. Also ist jetzt nicht sehr viel, was hier rum bei kommt. Aber höchstens ein bisschen was, wenn das da drüben leer ist, dann können wir das da alles mit schön reinstapeln, stapeln und dann wird da höchstens eventuell ein bisschen mehr draus sein. So, dann macht er sich, nimmt er sich das gleich alles weg, verteilt das schön brav auf die Generatoren, so dass wir da ein bisschen auf vorrätig haben. Denn so, dann würden wir doch mal sagen, schauen wir doch mal oder auch nicht. Ich würde sagen, ich fliege rein weg nur mit den normalen, normalen Düsen, sage ich mal, nicht mit den Hydrogendüsen. Und dann machen wir auch volle Power nach oben mit dem großen, dass das eventuell nicht so extrem viel Power nimmt, sage ich mal. Vor allen Dingen, dass wir da auch genügend Schub haben nach oben weg. Dass wir wirklich hier das Maximalste rausholen können. Ist das die allgemeine Höhe denn da? Was da eigentlich immer angezeigt wird? Muss ich mal drauf achten. Da muss ich mal wirklich drauf achten. Das wäre mal gut zu wissen denn. Nee, wir machen ja reinweg nur mal mit so. Müssen wir mal gucken, wenn wir denn die Dings zuschalten, die Hydrogen-Thrusters. Weil jetzt seht ihr ja schon, dass der Wirkungsgrad abnimmt. Achso. Also funktioniert das mit den Sauerstoff dann doch nicht so. Oder ich habe unten nicht zugemacht. So, jetzt nehmen wir, denke ich mal, die Dings mit dazu. Dann brauchen wir denn die ganz große, dass wir da irgendwie rauskommen. Können wir denn die ersten vielleicht dann schon abschalten dann wieder? Ja, der Große macht das doch, ey. Dass wir hier immer kurz zuschalten und wieder. Weil ich glaube, die vorne schalten sich nicht mit da weg oder sowas. Eben, ja, Gravity ist da doch noch relativ gut vorhanden. Das dann nur schubweise denn machen.
dass man da eventuell ein bisschen Hydrogen sparen können. Allerdings wird jetzt ja nicht mehr funktionieren eigentlich, was die normalen Schubdüsen sind. Können wir das ja wieder, wenn wir auf 50 Meter pro Sekunde, und dann wird wieder, hier zündet man ganz kurz wieder, bam. Dass man da vielleicht mal ein bisschen an Energie sparen, sag ich mal. Wir müssen ja das Hydrogen auch nicht so raushauen wie sonst was, ey. Lass mal so oder so mal gucken, wie weit wir da denn auch rausgehen müssen. Einmal Vollzündung. Gucken wir mal, lassen das mal ein bisschen runter segeln, dass wir da dann ein bisschen was zusetzen können. Oxygengenerator. Wo haben wir denn? Kryotank. Oxygen. Kontrollfeld. Hydrogen Thrusters. Tank. Eben. Oxygentank ist bei 100%. Ah, ich habe die, glaube ich, die Dings ja nicht mit angemacht. Wir sind jetzt bei 0 aktuell. Weil auch wenn wir das hier ausmachen, ah, dann fallen wir wieder zurück. Aha. Aber damit können wir ein bisschen gegensteuern noch. Ah, jetzt haben wir doch vernünftig den Sound hier. Wir müssen noch ein bisschen weiter raus hier. Wir sind erst bei 0,27G. Wir würden immer noch wieder zurückfallen, wenn wir die Dings ausmachen, die Schubdüsen ausmachen. So, weil dann kann ich nämlich hier mal ein bisschen rumgucken im Kontrollfeld. Weil die Airvents haben wir, glaube ich, entlüften an, aus. Sind eigentlich an. O2 known. Oder müssen die alle da unten mit an Ansinn? Hilft mir. Zum Glück habe ich da denn. Hä? Ja, wenn es doch eigentlich Block und so weiter alles konfigurieren. Ja, muss das jetzt auf Aus oder auf An stehen hier unten? Word Settings, hä? Kapiere ich nicht. Ich habe zumindest ja ein bisschen was dabei. Wir sind jetzt so grob 20 Kilometer entfernt von dem Planeten. Ja, das sieht doch mal richtig schön aus hier. Können wir mal hier, bup, bup. So. Komisch. So, dann können wir höchstens hier mal ein F12 machen draus. Oder machen wir das mal so hier mit.
Ah, das sieht man alles so scheiße. Ja, fotografieren wir das denn noch mal so. Oh, falsch. Geben wir wohl aber mal ein bisschen Gas, dass wir aus die Gravitation vielleicht doch noch mal rauskommen denn. So, und jetzt müssen wir natürlich mal gucken, wo eventuell hier was Vernünftiges rumschwirrt, sag ich mal. Das können wir nicht machen. Controlfeld. Wie heißt denn das Scheißding? Was ich auch mal ausprobieren wollte. Jump Drive. So. Unknown Signal. GPS-Standort. Achso, man muss erst da wirklich hinfliegen, ey. Oder was? So, Unknown Signal, 27 Kilometer. So, und natürlich könnte man jetzt auch hier. Ich finde aber hier ja nichts, ey. Entweder ist das wirklich hier. Was ist das? Ist das der Mond oder? Ich würde jetzt einfach hier mal in. Achso. Jump Drive. Geht ja natürlich auch mal ein bisschen hier. So, 200 Kilometer das Ganze. Blind Jump. So, jetzt hier. Achso, nein, entfernen. Plan an. Block umschalten. Wie aktiviere ich den? Alle Blöcke. Wie sieht denn das Ding aus? Batterie, Gyroskop. Jump Drive. Jump. Machen wir doch einfach mal. Wieso kann ich das nicht? Ach, weil ich noch in der Gravitationszone bin. Da brauche ich ja immer noch extrem viel, viel länger eher. Braucht man ja Ewigkeiten, ehe man da raus ist oder sowas. Aber zumindest kann man nur einmal kurz hin und dann. Ja, geht's relativ langsam wieder zurück. Das ist der Vorteil denn. Aus. Kann man so oder so komplett ausschalten denn. Nicht, dass er eventuell noch gegensteuert oder sowas. Was sehe ich da auf der rechten Seite? 15 Kilometer. Enemy. Bisschen gegensteuern dann. Ja, da muss man immer ein bisschen, ja, das heißt aufpassen, aber kann ja da sich ein bisschen das Ganze vereinfachen. Das sind die Steinsbrocken oder sowas war. Denn hier vorne. Ja, vor allen Dingen, er kann im Hintergrund schön wieder den Hydrogentank aufladen, so wie man rechts sieht. Und ja, das macht sich ja dann doch relativ gut, sag ich mal, wenn man vor allen Dingen draußen ist, dann braucht man dann doch nicht so viel an Hydrogen, sag ich mal, weil man sich dann relativ treiben lassen kann, weil mit 61 jetzt 60. Und dann kann man mal wieder kurz das Ganze anmachen und dann mal wieder volle Kanne rausfeuern. Denn die einfach wieder ausmachen. Dann ja, kann man sich so ein bisschen so gehen und treiben lassen.
Aber warum das jetzt mit den Ventilatoren noch nicht geht, das weiß ich nun nicht. Da, warum ich jetzt hier noch keinen Sauerstoff habe. Na gut, wir sind jetzt bei 55%. Das Ganze, er hatte glaube ich auch noch nicht wieder irgendwas genommen. Weil die sind ja alle noch auf 100%, also passt das eigentlich. Ist noch relativ viel da an Zeug. Ich will da einfach mal hinschauen, was das für eine Signale sind, ey. Aber da braucht man auch wohl ein bisschen, ja, Geduld, um da hinzukommen. Weil, ja, Weltall ist groß und geduldig. Da bin ich auch bei Empyrean gespannt, wenn ich ja wirklich sehe, dass ich jetzt 42 Kilometer. Haben die auf mich geschossen oder hat sich das bloß so. Weil jetzt bin ich ja mit 0G raus. Also jetzt bin ich ja komplett im Weltall. Wie weit können die ja eigentlich schießen? Sehr weit. Sehr weit. Gut zu wissen. Nicht gut. Wenn rot, denn schlecht. Denn ja, ins schlecht. Was ist denn das hier eigentlich für ein komischer Klumpen? Sieht auch mal ganz komisch aus. Also hier müsste man noch ein paar kleine Düsen nach vorne hinbauen, ey. Oh, das sieht doch mal. Das sieht doch mal schön aus. Ist das da der Mond? Sieht ein bisschen größer aus, wa? Oder ist das auch bloß ein irgendwas anderes? So sieht das doch mal schön aus. So können wir es lassen. Willkommen im Weltall. Ihre kleinen Sendung. So, hier möchte ich einfach nur mal kurz zu dem Mond springen. Mal sehen, ob das so A der Mond ist und B, ob das so klappen tut jetzt mit der 4. Achso. Ich wäre da hier reingesprungen denn oder was? Und fertig. Ah, doch der Mond. Denn es ist doch da der Mond. Muss man nur mal gucken, dass man da wirklich so kostengünstig wie möglich hinsteuern. Warum habe ich da 40% aus? Ach, weil der Dings geladen wird.
ja, Jump Drive laden wird. Deswegen, jetzt ist er nämlich fertig. Aber hier kann man sich auch sich wirklich schön treiben lassen. Immer lang hin, ja. Da würde ich nämlich hier gleich mal einen GPS-Punkt setzen. Für den Mond. Wenn man schon mal einmal hier ist. Das ist natürlich die Frage. Eine neue Richtung geben das Ganze. Kann ich ja eigentlich jetzt aussteigen und im Schiff ringsherum laufen? Weil bei Empyrean kann man jetzt aussteigen. Sag ich mal. Also nicht aussteigen, sondern von seinem Cockpitsitz runtergehen und das Schiff fliegt hier weiter. Traue ich mir das oder traue ich mir das nicht? Oxygengenerator ist nämlich schon wieder komplett leer hier. Ich hatte ja aber trotzdem noch irgendwo. Hatte ich noch irgendwo Eis oder nicht? Nee. Eisenerz hatte ich da noch gehabt, ein bisschen. Aber das hat er sich auch schon komplett gezogen hier. Das Eis. Ja. Aber er zieht so wirklich so Stück für Stück vorbei hier. Mal kurz vor der neue Zinn hier. Ich würde einfach mal sagen, ich werde mich hier noch ein bisschen umschauen. Und dann sehen wir uns einfach beim nächsten Mal. Also bis dahin denn. Ciao.